Leif Komodin na Komroden an den letzten Jahren als Ball von Schiedvereinen beklaut gehen, dass Europa, die Europäische Union, geht leiden an einem demokratischen Defizit. Ich bin der Meinung, dass den demokratischen Defizit an der Europäischen Union sowie auch weltweit eng von den fundamentalen Ursachen als von der finanziellen, an ökonomischer, an sozialer Krise, die wir im Moment erleben. Den demokratischen Defizit als Ursache. Und da der weiß, wie die Finanz- und ökonomische Krise geriert wird, am Platz, dass Chance Kraft gewährt, für den demokratischen Defizit aufzubauen, eine wirklich demokratische Renaissance sozusagen von Europa und Wezelede geschieht, genau das Konträr, am Bewegen einer Richtung von einer regelrechten Krise von der Demokratie, einer Durchlöcherung von den elementarsten Prinzipien, auf denen Demokratie beruht. Wenn die zwei Neutritte in der Kraft sind, den falsch benannten Rettungsschirm an den gerade so falsch benannten Stabilitätspakt, dann desideieren am Endeffekt, und ich vereinfache wirklich gar nicht, 17 Gouverneure von dem Stabilitätsmechanismus, den MES, die sogenannte falsch genannte Rettungsschirm, 17 Gouverneure, das sind die 17 Finanzminister von der Eurozone, die bestimmen darüber, ob wie weit an den Mitgliedstaaten Mindestlohn aufgebaut gehen, Rentenalter herabgesetzt wird, Rente gekürzt gehen, öffentliche Service privatisiert gehen und so weiter und so fort. Und das alles ohne irgendein demokratisches Mandat oder demokratische Kontrolle. Und an dem anderen Treaty, den auch falsch benannten Stabilitätspakt, wird die sogenannte Goldene Regel angeschrieben als konstitutionellen Prinzip. Goldene Regel heißt, ein Staatsdefizit darf nicht mehr wie 0,5% vom PIB bedrohen. Das darf aber auch nicht erreicht werden durch eine Umverteilung von oben nach unten, das heißt durch mehr gerechte Steuersystem, sondern das darf nicht mehr erreicht werden durch eine Reduzierung von den öffentlichen Depensen. Aber wir wissen alle Guten, worauf er da rausläuft, wenn es um die Reduzierung von öffentlichen Depensen geht, da geht es an der Regel Remenke ja um öffentliche Service, um den Sozialstaat und so weiter und so fort. Das soll konstitutionellen Prinzip sein, eine autoritäre Austeritätspolitik, wie es richtig an diesem Text da steht, soll zu einem konstitutionellen Prinzip gehen. Früher waren ja eigentlich Nationalkonstitutionen an der Regel einen demokratischen Acquis, nicht immer, aber an der Regel einen demokratischen Acquis, einen demokratischen Fortschritt, ganz oft verbunden mit einem sozialen Fortschritt, dem bestehenden Despotismus aufgerungen wie das. So geht es genau in die andere Richtung. Als Konstitutionen sind geschwunden wie das wert, als Nationalkonstitutionen sind geschwunden wie der Papier wert, auf dem sie stehen. Und als Nationalkonstitutionen gehen zunehmend zu einem Instrument für den europäischen Despotismus, den im Moment herrscht, für den zu bestärken und sich in dem unterworfen. Die Demokratiefrage muss für mich am Zentrum von unseren Überlegungen, auch von unseren Forderungen stehen. Die neoliberal Offensiv an die oft offen formuliert, nicht nur von Hayek, sondern auch von anderen rechtsliberal-Theorien, sehen deutlich aus, es geht darum, Demokratie anzuschränken. Es geht darum, den Interesse general anzuschränken, zugunsten von Privatinteressen, von privaten ökonomischen Interessen, von den ökonomischen Pouvoiren. Eigentlich geht das an den 70er Jahren, auch innerhalb von Europa, und eigentlich, nach ein Teil, ist das für mich eng von der großen Ursache von der finanziellen und ökonomischen Krise, die wir durchlaufen. Und dafür menge ich also, ohne natürlich nur an Details zu gehen, ich menge also, dass als Aufmerksamkeit ganz stark so zentriert sind auf die Frage von der Demokratie,
wobei natürlich auch darum geht, sie zu definieren, weil wen ist nicht schon für Demokratie, auch dann, wenn es am Gange ist, aufzubauen.